Hi und schön, dass du wieder dabei bist. Nachdem wir im letzten Video eine Welt erschaffen haben, zeige ich dir im dritten Teil der Dwarf Fortress Tutorial Reihe, wie man darauf einen passenden Startpunkt für seine Festung im Fortress Mode findet, damit man zumindest als Anfänger eine gute Chance zu überleben hat. Mein Name ist Markus und ich hoffe, ihr bringt ein paar Minuten eurer wertvollen Zeit mit, um mit mir wieder ein wenig tiefer in die Zwergenfestung abzutauchen. So, wieder im Hauptmenü nach der Kartenerstellung angekommen, wählen wir nun Start Playing und wählen unsere neu erstellte Welt aus. Die Bezeichnung Region 1 oder 2 oder 3 ist der Name des Ordners für das Spiel. Dieser kann bei Bedarf mit R umbenannt werden. Ihr findet ihn, falls ihr zum Beispiel mal sichern oder übertragen möchtet, im Unterordner des Spiels unter Data und Save. Und solange die Karte nicht gerade im Spiel geladen ist, kann auch problemlos umbenannt oder kopiert oder verschoben werden. Ihr könnt Ordner übrigens auch im Dwarf Fortress Starter Pack unter Folders und Save Game Folder ganz einfach auffinden. Wir wählen also explizit die neue Region aus, falls bereits mehrere vorhanden sein sollten. Nun bekommen wir drei Optionen zur Auswahl. Fangen wir mal unten an. Der Legends-Modus ist schon mal kein Spielmodus. Damit kann man sich die Karte etwas genauer ansehen und sich durch alle Städte, Regionen, Personen, Bossgegner, Artefakte, alle historischen Events und so weiter durchwühlen. Also zum Beispiel auch, wer welches Artefakt erschaffen hat, wer es im Verlauf erbeutet hat und wer wann anschließend von diesem getötet wurde. Ich sage es ja immer wieder gerne, die Detailtiefe ist schier unglaublich. Aber für unseren Zweck gerade jetzt total unerheblich. Aber schmückert doch gerne mal bei Interesse ein wenig durch, das ist eigentlich ganz interessant. So, der Adventurer-Modus ist eigentlich der ursprüngliche geplante Spielmodus, bei dem man als einzelner Charakter oder einer kleinen Gruppe durch die Landschaft streift und seine Abenteuer erlebt. Um diese Spielart geht es hier aber gerade auch nicht. Wir möchten uns dem Fortress-Mode widmen, indem man eine Festung aufbaut und eher als Manager einer kleinen Zwergensippe agiert. Jetzt müssen wir uns einen Platz zum Siedeln heraussuchen. Wir landen als erstes auf der Kartenansicht mit drei verschiedenen Zoom-Stufen. Ganz rechts ist die gesamte Weltkarte auf einen Blick dargestellt. Das gelb blinkende X ist unsere aktuelle Position. Links daneben haben wir die Ansicht, in der alle Regionen dargestellt werden. Ihr erinnert euch vielleicht, Regionen waren die Einheiten oder Karteneinheiten, die jeweils 16x16 Blocks mit ca. 0,6 Quadratkilometer beinhalten. Und genau diese 16x16 Blocks dieser einen Region sehen wir nun links oben in der Ecke als größte Zoomstufe. Die Region können wir mit den Pfeiltasten verschieben. Wenn euch das nicht schnell genug gehen sollte, einfach die Shift-Taste dazu gedrückt halten. Dann springen wir nämlich gleich um 10 Regionen weiter. Damit wir es uns nicht zu schwer machen, sollten wir nun eine Region finden, welche weder zu warm noch zu kalt ist, in der es am besten nicht so viele wilde Tiere gibt, aber auch etwas Vegetation, fließendes Wasser und auch brauchbare Materialien. Jedoch möglichst keine Äquifer, also zum Beispiel, das sind so Wasserquellen, die schnell eure gesamte Festung überfluten können. Auch können wir nicht auf einer bereits vorhandenen Struktur einer anderen Zivilisation beginnen zu siedeln. All diese Eigenschaften könnt ihr rechts oben ablesen für die jeweilige selektierte Region oder besser gesagt für die sogenannte Local Area, also der Bereich, welcher später eure direkte Spielumgebung werden wird. Das ist der hervorgehobene Bereich in der Zoom-Karte oben links. Diesen Bereich könnt ihr je nach Bedarf noch in der Größe mit den Tasten Groß U, Groß M, Groß K und Groß H verändern. Während ihr den Bereich mit den gleichen Buchstaben ohne die Shift-Taste um einzelne Blocks verschieben könnt. Ihr könnt also zwischen dem kleinsten Bereich 1x1 Block bis hin zu 16x16 Blocks innerhalb einer Region frei wählen. Der Standardbereich von 4x4 reicht uns aber für das Tutorial vollkommen aus. Nun kann man Region für Region durchgehen und sich die Gegebenheiten vor Ort anschauen, bis man einen geeigneten Platz zum Siedeln gefunden hat. Das mag anfangs sicherlich sehr interessant sein und das sollte man auch ruhig mal machen, um ein Gefühl für den Inhalt zu entwickeln. Jedoch ist meistens etwas zeitraubend, bis man sich endlich für ein perfektes Gebiet entschieden hat. Und es muss ja wirklich perfekt sein. Aber wir wollen ja auch irgendwann nochmal anfangen, richtig? Richtig.
Also bemühen wir mal die Suchfunktion und drücken dafür die Taste F wie Find. Hier können die Suchkriterien für unsere Ansprüche angegeben werden. Ganz oben wird die Größe des Bereichs angegeben, auf den die Suchkriterien zutreffen sollen. Aber wie ich schon sagte, belassen wir diesen Bereich von 4x4 Blöcken, denn je größer diese Region ist, die wir dann durchsuchen, desto schwieriger wird es auch, dass alle Suchkriterien zutreffen. Und für das Tutorial reicht das so auch vollkommen aus. So, darunter tragen wir dann unsere Präferenzen ein. NA, also Not Available, heißt in diesem Sinne auch nicht, dass diese Kategorie später nicht gibt, sondern dass einfach nicht nach diesem Parameter gesucht wird. Also die Auswahl ist in diesem Sinne dann egal. Savagery stellen wir schon mal auf Low, damit wir schon mal nicht ganz so viele aggressive Tiere um uns herum haben. Evil gibt an, ob es in der Gegend freundlich sein soll oder ob es eher heiß hergeht. Wir lassen diese Parameter mal offen. Elevation bestimmt, ob wir im ganz flachen Land oder in den Bergen siedeln möchten. Auch diesen Wert lasse ich einfach mal frei. Temperature hingegen stellen wir mal auf Medium, damit wir nicht gebrutzelt werden und damit wir auch nicht ständig gefrorenes Wasser um uns herum haben. Rain erklärt sich womöglich schon fast von selbst, denn Regen füllt Teiche wieder auf und wäscht den Boden rein, verursacht hingegen aber auch schlechte Laune bei nassen Zwergen. So ist das halt. Drainage bestimmt das Biom. Das heißt, bei High haben wir hohen Wasserabfluss und erhalten damit meistens eher eine Wüstenlandschaft oder Gletscher. Bei niedrigem Wasserabfluss, also bei einer Low-Einstellung, bilden sich wiederum dann Sümpfe. Ich lasse diese Option einfach mal frei. Flagstone Layer stelle ich mal auf Yes, da eine gesunde Schicht von Flagstone für die Herstellung von Stahl essentiell ist. Die nächsten zwei Aquifer-Kategorien stellen wir beide auf No, da durch Aquifer die Gefahr besteht, die Festung komplett unter Wasser zu setzen. Und das muss ja am Anfang jetzt nicht gerade auch noch sein. So, River stellen wir auf jeden Fall auf Yes, damit wir immer einfach an Frischwasser und auch an Fisch kommen. Shallow und Deep Metal setze ich ebenfalls auf Yes, damit wir schnell, ohne lang suchen zu müssen, auch mit der Metallverarbeitung beginnen können. Soil stelle ich auf kleiner gleich Deep, damit wir eine größere Menge des Erdbodens vorhanden haben und etwas darauf anbauen können. Clay, also Ton, stelle ich als Filterkriterium auf No, da man erst auch ganz gut ohne Töpfern auskommt und es hauptsächlich dafür genutzt wird, um Reichtum zu erzeugen. So, nachdem wir jetzt alles eingestellt haben, drücken wir auf Enter und die Suche beginnt. Das können wir ganz gut sehen, da die Karte dann nun von links nach rechts Brute Force-mäßig gescannt wird. Das kann je nach Kartengröße auch schon mal ein paar Minuten dauern, aber es ist immer noch schneller als manuell zu suchen. Die Suche kann auch jederzeit mit der Escape-Taste unterbrochen werden, falls ihr meint, dass ihr bereits genug passende Regionen gefunden habt. So, wir haben jetzt nun ein paar Kandidaten gefunden. Falls bei euch nun kein kleines, grünes, blinkendes X herausgekommen sein sollte, sondern nur eine Karte voller roter Xe, müsst ihr die Präferenzen vielleicht noch einmal ein wenig lockern oder auf ein Filterkriterium eventuell verzichten. Die passenden Kandidaten blinken uns hier jetzt allerdings schon an. Mit Escape gelangen wir dann zu den Suchergebnissen. So, mit den Cursor-Tasten wählen wir jetzt eine der blinkenden Regionen an und wie wir sehen, haben wir hier Sand, Boden zum Anpflanzen, Metall, Flagstone und ein Fluss und auch Bäume. Allerdings ist es hier ein bisschen sehr warm, aber das nehmen wir jetzt einfach mal so hin. Oben links kann man nun die genaue Position noch mal etwas anpassen, falls man mag. Beachte aber, dass es hier dabei sein kann, dass die Ressourcen oben rechts dadurch noch mal etwas ändern können. Wir wählen also jetzt einen Bereich und drücken E für Embark. Wenn du es dir jetzt ganz einfach machen möchtest, drückst du einfach noch mal auf Enter und beginnst dann umgehend mit dem Spiel. Ich möchte dir allerdings ganz gerne zeigen, wie man sich auf dein Abenteuer noch etwas genauer vorbereiten kann. Unten im Blau sind auch noch ein paar Spielprofile hinterlegt, auf die ich jetzt aber nicht weiter eingehen werde. Ich wähle Prepare for the Journey carefully und gelange in ein weiteres Menü. Ich möchte auch hier nicht allzu tief gehen, sondern nur einmal das Prinzip erläutern. Hier sieht man dann erstmal direkt unsere 7 Zwerge. Ja, es sind immer 7 Zwerge. Diese können wir nun einerseits mit Fähigkeiten, aber auch mit diversen Gegenständen ausrüsten.
Das geht aber nicht beliebig, denn wir haben nur eine gewisse Anzahl an Punkten zur freien Verfügung, nämlich 400. Und zudem kann bei jedem Zwerg nur 10 Anpassungen vollzogen werden. Es ist beispielsweise ratsam, anfangs einen Zwerg zu haben, der auch zügig graben kann. Wir wählen also mit den Pfeiltasten einen der Zwerge aus und drücken nach rechts. Dort kann man dann einen der 122 verschiedenen Skills wählen. Ja, 122 verschiedene Skills, ihr habt schon richtig gehört. In unserem Fall also der Bergmann, sprich der Miner, ganz oben. Mit Plus und Minus kann dieser Skill dann nun verbessert oder verringert werden. Wir wollen diesen Zwerg dann nun zu einem Profi-Miner machen und setzen diesen Skill auf Maximum. Dabei verbraucht jede Stufe immer einen Punkt mehr als die vorhergehende. Das heißt, für den ersten Aufstieg brauchen wir 5 Punkte, für den zweiten 6 bis hin zu 9 auf die höchste Stufe in diesem Menü. Damit sind dann schon mal die ersten 35 unserer Punkte vergeben. Das kann man nun bei jedem Zwerg und auch mit mehreren Skills machen. Mit etwas Spielerfahrung werdet ihr aber auch ein Gefühl dafür entwickeln, welche Berufe besonders am Anfang hilfreich sind. Aber wir werden das jetzt nicht weiter vertiefen an der Stelle. Schauen wir uns noch die Gegenstände an, indem wir auf die Tab-Taste drücken. Hier sehen wir eine Liste von Gegenständen, die die Zwerge bereits von sich aus mitbringen. Wollen wir etwas davon nicht oder weniger, wählen wir es aus und drücken Minus und bekommen die jeweiligen Punkte davon wieder gutgeschrieben. Möchten wir mehr, drückt man Plus. Die Anzahl ist in eckigen Klammern hinter dem Namen aufgeführt, sobald es sich um mehr als einen Gegenstand handelt. Möchten wir einen zusätzlichen Gegenstand, welcher noch nicht in der Liste aufgeführt ist, müssen wir einfach N für New drücken und können aus der Vielzahl von Kategorien wählen, um einen von tausenden Gegenständen zu generieren. Sagen wir mal, wir wollen unsere Zwerge sicherheitshalber mit 2 Silberkurzschwertern ausstatten. Dazu wählen wir links aus der Liste die Kategorie Waffen, also Weapons, und wechseln dann rechts in die Liste und scrollen dort auf die dritte Seite und wählen mit der Enter-Taste Silver Short Swords für 140 Punkte. Ein zusätzlicher Druck auf Plus macht dann aus einem Schwert 2 Schwerter. So kann man dann weiterverfahren, um auch die restlichen Punkte dann sinnvoll einzusetzen und das Spiel dementsprechend fein zu tun. So, wer nun Spaß daran hat und sich etwas austoben möchte, kann auch noch seine Siedlung oder seine Sippe mit den Tasten F bzw. G umbenennen. Das verändert aber am Spielverlauf jetzt wirklich nichts mehr und das überlasse ich auch ganz eurer Fantasie. Wir sind hier an der Stelle nun fertig und drücken nun E, um uns ins Spiel zu stürzen. Der Hinweis über eventuell verbliebene Punkte bestätigen wir an dieser Stelle einfach mal mit Enter. Mit You have arrived werden wir begrüßt. Tatsächlich war es bis hierhin auch schon ein langer und steiniger Weg, obwohl es an der Stelle eigentlich erst mit der Herausforderung so richtig losgeht. Mit Enter landest du jetzt zumindest final in der Spielwelt. Falls du deine Zwerge noch nicht direkt auf Anhieb siehst, drück einfach mal F1, womit du nämlich immer direkt an deiner Anfangsposition landest. Mit der Leertaste kannst du das Spiel jetzt erstmal pausieren und dir in aller Ruhe die Gegend ansehen. So, das war's auch erst einmal bis hierhin für dieses Video. Schon eine ganze Menge Stoff, obwohl man noch nicht einmal mit dem Spiel angefangen hat, oder? Es bleibt aber definitiv spannend. Wie stattet ihr denn am schlauesten eure Zwerge am Anfang aus, damit ihr möglichst schnell durchstarten könnt und auch nicht von dem Erstangreifer direkt erledigt werdet? Schreibt es mir doch ganz gerne mal in die Kommentare unter dem Video. Ebenso wie eure offenen Fragen oder wertvolle Hinweise. Ich freue mich zumindest über jeden gut gemeinten Rat. Wenn dir das Video gefallen hat, dann denk doch bitte an den Daumen nach oben und wenn du magst, auch das Abonnieren, denn beides hält mich bei YouTube hier bei der Stange. Im nächsten Video möchte ich ganz gerne zeigen, wie das Graben funktioniert und erzähle etwas zum Schichtensystem in Dwarf Fortress. Und solange schön auf dem Rasen stehen bleiben und nicht weglaufen. Stay tuned!